Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir haben in letzter Folge den Kraterberg erklommen und kommen nun heute zur Spitze namens Sperrsäule. Wow, wir zoomen voll krass raus. Und die Musik geht ab. Dum, dum. Etwas Großes, also etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Komm uns bloß nicht in die Quere. Ha, du guckst so, als würdest du uns trotzdem in die Quere kommen wollen, habe ich recht? Tja, dann bekommst du es mit uns zwei zu tun. Ja, und das soll mich jetzt aufhalten? Ich sehe übrigens schon, da vorne sitzen die ganzen Commander, halten da ein Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht kampflos gegen sie durchkommen. So, aber mit meinem krassen Team sollte es eigentlich kein Problem werden, das Ganze. Was auch immer die hier vorhaben, wir werden dafür sorgen, dass das nicht funktioniert. Oh yeah. Du, 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 du. Ja, das ist das Problem, was ich hier gerade habe. Bei Pudolf wird jetzt down gehen. Ja. Easy, aber Skunkapu ist ein bisschen problematisch gerade. Außer Tricky ist stark genug und es stirbt trotzdem. Nice Level Up. Agilität. Du kommst auf Level 51 erst mit Agilität an? Da brauche ich es auch nicht mehr. Also, obwohl, entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. Kann ich immer noch nachvollziehen, wenn er ganz ehrlich. Na, kein Bock. Kein Bock. Also ja, falls ihr wissen wollt, wie man hier überhaupt hinkommt, letzte Folge abchecken, da haben wir den Kraterberg erklommen. Level 52! Für Cheltara. Und ja, der Flammenwurf hat sogar gewonnen-hittet. Sehr gut. Und hier kommen die zwei nächsten Opponents. Der hat schon eine Vorahnung. Ja, ja, das ist mir aber sowas von egal. Du kriegst trotzdem aufs Mull. So sieht's aus. Bam. Du. Aua. Was soll das denn? Das war Psystrahl auch für dich. Damit du deine blöden, hinterhältigen Attacken aufhörst. Ja. Immer dieses Lebunkel hier. So. Und das 2000er Charmian ist weg. Die sind nicht mal Level 40. Ich bin schon gerade mal Level 50. Also. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Nicht mal in euren Träumen. Dabei war ich doch der stärkste aller Rüpel. Ah, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Haha. Mann, das war echt eine erbärmliche Leistung. Wir lassen dich jetzt durch. Dann kann unser Boss dich fertig machen. Ja. Seid euch doch sicher, dass er das tut. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen umschauen. Hier sind über Steine. Hä? Okay, anscheinend wurde hier eine riesige Sperrsäulenplattform hingebaut, inmitten des, auf dem Berg halt drauf. Oder wie soll ich das sagen? Ja doch, eigentlich schon, ne? Ist hier ein Item? Ne, sieht so aus. Alles klar, ich komme wohl nicht davon. Ich muss gegen die drei wahrscheinlich kämpfen, oder? Boah, einfach Boss. Jetzt wird alles enden. Und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Palkia, mythisches Pokémon und Meister des Raumes und der Dimensionen. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich der Raum verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Was passiert hier? Was hat der Typ da angestellt? Das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird.
Der Erschaffer von Sinnoh, Palkia, die Verkörperung des Raumes und der Dimension. Palkia! Diese Welt kann nicht mehr in das umgeformt werden, was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Alter, ist der krank? Ich muss gehen. Nicht da, jetzt gibt es keinen Kommen mehr. Was? Oh Gott, die wollen kämpfen. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Du magst zäh sein, doch diesmal werden auch wir die Samthandschuhe ausziehen. Augenblick mal! Ohne mich findet hier keine Party statt, klar! Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weinend weggerannt ist? Na, inzwischen Stärke gewonnen? Mir soll's recht sein. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Oh, danke, Patrick! Ich kann jede Hilfe jetzt brauchen gegen diese Irren. Hä, aber wo ist denn hier Saturn? Nur gegen Mars und Jupiter? Naja, mir soll's recht sein. Das wird einfacher. Und wie einfach das wird. Ja, mir Bronze immer noch nicht entwickelt. Och Mann. Level 40 Bronze. Ich muss da gar nichts zu sagen. Aber ich will da was zu sagen. Weil es einfach. Es stört mich einfach. Es ist so schlecht sind die ganzen Trainer. Halten sich für voll krass, Alter. Ich kann voll die krassen mythischen Pokémon herbeizaubern. Aber kämpfen könnt ihr nicht. Nö. Das Beste, was ihr habt, ist eine rote Kette. Und die habt ihr schon. Und die benutzt ihr gerade schon. Also, ihr könnt mich nicht mehr aufhalten. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Und warum hat er sein Mamfaxo bitte noch nicht so relaxo entwickelt, sehe ich gerade. Warum? Du bist überhaupt nicht stärker geworden. Ich carry dich jetzt nur. Na egal, dann kriegt er jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte mit, damit er ein bisschen besser wird. Ich gönn's ihn ja. Er braucht's ja auch. Dringend. Boah, natürlich krieg ich die Vergiftung. Oder kriegen wir beide? Ne, nur ich. Wow. Geil, ich krieg eine Vergiftung. Dann will ich eigentlich rausswitchen, oder? Wie sieht's denn mit Pokémon aus? Ich wollte gerade sagen, die muss doch noch eins haben. Ein Schnurrgast, so wie wir es haben. Schaut das auch mal wieder weg. Ein 6 gegen 6 Kampf wird das hier. Ich werde auch nur 3 Pokémon benutzen. Ich weiß nicht, ob Patrick auch nur 3 Pokémon benutzen wird oder ob der mehr hat. Ich bin mir da nicht sicher. Wir werden sehen. Oh, Flammenwurf kann das Ding. Wusste ich gar nicht. Interessant. Body Slam macht irgendwie gar nichts. Nee. Ja, ja, die Vergiftung ist halt auf jeden Fall raus. Aber ich muss jetzt mal gucken. Oh, wir haben einen Golbat. Ich könnte es auch noch da kriegen, oder? Lass mal sehen. Ne? Ne? Geil, sollten wir lieber raus switchen, bevor wir noch zu viel Leben abgezogen bekommen. Ja, Chelterra kann eigentlich rein. Mein Starter. Mit Chelterra bzw. Chellast hat alles angefangen. Die ganze Reise bis hierhin. Und es liebt mich. Ja, ja, Chelterra. Es ist immer so richtig excited, wenn es mich sieht. Es ist so. Ja, so. Wie sag ich? Es freut sich halt total. Sagen wir es so. Ich bin das Ein und Alles für ihn. Gefühlt. Das ist problematisch. Ich würde halt gerne Skunkhank wegkriegen, deshalb mache ich das mal. Skunkhank nervt. Aber natürlich lebt es noch. Aber hey, immerhin lebt Mamfaxo noch. Das ist gut. Weil ich wollte es nicht killen. Ich musste nur einsetzen. Aber ich finde cool, wie so alle meine Pokémon so ein bisschen anders sind. Hast so verschiedene Persönlichkeiten. So Chellas ist einfach, oder Chelterra besser gesagt, ist einfach so das. Oh Gott, Flammenwurf. Ich habe vorhin noch erwähnt, dass Flammenwurf existiert.
Und ich habe gedacht, ich kill das jetzt damit, aber ich habe es nicht killen lassen. Und egal. Ja, was ich sagen wollte, Chatterer liebt mich halt so sehr. Es macht alles für mich. Nicht, dass meine anderen Pokémon mich nicht lieben würden. Aber die lieben mich nicht auf so einem Level. Auf jeden Fall. Ja, Gigasauger macht gar nichts gegen beide. Knirscher auch nicht viel. Ah, ich hoffe, Charapter hat irgendwas gegen Scootank. Oh ja, Nahkampf. Sehr gut. Ah, sehr nice. Aber immerhin mal ein Charapter hier. Schön, Patrick. Immerhin mal ein gutes Pokémon hier im Team. Oh, Finalschlag. Ja, zum Glück habe ich das nicht abbekommen, ne? Bah! Ah, selbst noch. Kehrtwende. Oh nein! Überlebe es, überlebe es! Ja, die machen ja gar keinen Damage. Ich hab immer Angst. Die haben beide ein Golbat. Ich meine, okay, bei denen macht Sinn, dass sie kein X-Bad haben, weil für ein X-Bad müssen die ja eigentlich Liebe und Fürsorge geben für ihr Golbat, damit sie sich zu X-Bad entwickelt. Weil X-Bad ist einfach ein Pokémon, was geliebt wird von seinem Trainer. Flucker, du bist weg. Ciao. So, Mars hat schon mal verloren. Jetzt noch Jupiter. To get more stupider. Freaky Level Up. Und Schnurgast, endlich Level 50. Jetzt noch Scorpion, dann sind wir alle Level 50. Dann sind wir alle glücklich. Hälfte durch. Nicht das Spiel natürlich, aber... Oh, nice Crit. Sondern halt... Oh. Ja, das ging auf beide. Warum hat das auf Staraptor so viel Damage gemacht? Welch Level ist Staraptor überhaupt? Oh. Ja gut, okay, keine Ahnung. Egal, ob es nicht sehr effektiv ist, ich brauche ein bisschen Leben. Oh, oder so. Danke, Patrick. Und Saturn hat, nee, nicht Saturn, Jupiter hat auch verloren. Genau. Oh, Maya, ich hätte wohl lieber allein kämpfen sollen. Oha. Ha, du bist stark geworden. Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Sicher? Hehe, meine Pokémon sind echt stark, stimmt's? Ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Aber ich fürchte, für uns ist hier Endstation. Moment, Maike, ich helfe dir. Oh, der heilt mich, danke. Patrick hat dein Team geheilt. So, das wäre erledigt, Maike. Der Rest liegt in deiner Hand. Alles klar. Oh, Palkia. Das ist... Fantastisch. Überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, eines neuen Universums. Was? Bock. Hi Vesprit. Danke für die Hilfe. Ciao. Die rote Kette. Sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Und warum erscheint Vesprit, das Pokémon vom See der Wahrheit, neben dir? Egal. Völlig egal. Es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerschmettern. Noch ein Kampf? Oh ja. Dieses Team ist so geil. Ein Kramchef. Kramhof hat entwickelt. Du.
Ich muss gerade sagen, das war alles gerade komplett neu für mich, weil ich habe immer Platin gespielt und da läuft alles ganz anders ab hier oben, weil da ist ja nicht Palkia oder in anderen Versionen, weil Diamant wäre dann Dialga. Nee, in Platin ist da ja... Oh, Top-Genesung, krass. Ist da ja Gerantina, deshalb läuft seine ganze Szene ganz anders ab und seine Pläne sind ja auch ganz anders. Sein Plan hier ist also, mit Palkia eine neue Dimension zu erschaffen, weil das ist ja der Herr des Raumes und der Dimensionen und mehr des Raumes, aber ihr wisst, was ich meine. Noch ein Supertrank, okay, alright. Alter, der Typ ist verrückt. Der will uns alle auslöschen. Oh, Garados. Tu mal Schnurgast rein. Ich wollte eigentlich meinen Pflanzenstarter rein tun, aber vielleicht lasse ich das lieber. Nicht, dass Garados das noch überlebt. Welchen Level überhaupt? 45, hey! Nur 5 Level unter mir. Respekt. Du hast ja viel dazugelernt. Body Slam! Oh. Okay, da habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt, könnte man so behaupten. Ich habe niemanden, den ich halt wirklich für benutzen könnte. Obwohl, Scorpio mit Toxin. Das wäre eine Idee. Ich vergifte es einfach. Und dann warte ich einfach ein paar Runden ab. Ja, die Kaskade interessiert mich überhaupt nicht. Du kriegst die Toxin reingedrückt. Bam! Und dafür habe ich Scorpio im Team. Für schöne Vergiftungs... Abfuckerei. Bam, bam. Bam, bam. Keine Chance. Gib auf. Oh, oh. Nice. Ja, komm hier. Spukball. Bam. Ha. Oh. 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 Ah, aber ich halte es aus. Ich halte es aus. Und du kannst es nicht aushalten. Die Vergiftung treibt dich in den Tod. Level up. Cool. 2 Pokémon hat er noch, oder? Sneebuna. Eis-Pokémon. Was können wir wohl gegen ein Eis-Pokémon einrichten? Richtig. Wir heizen es ein bisschen ein hier oben. Dun, 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 dun. Auf dieser Sperrsäule. Ja, Sneebuna ist ein richtig cooles Pokémon, finde ich. Oh, das ist schneller. Und es setzt eine Gesteinsattacke ein. Oder Boden? Schauflava, Boden oder Gestein? Auf jeden Fall sehr effektiv gegen Tricky, deshalb sollte ich vielleicht doch lieber raus. Schwierig, alle sind angeschlagen. Okay, Tails nicht, aber Tails macht... Macht Tails wie Sinn? Wir riskieren's. Wir riskieren's. Ah, okay. Ich war mir nicht sicher, aber... Yes! Das hat zumindest geklappt. Ich dachte mir schon, selbst wenn es mich killt, habe ich immer noch diese kleine Chance, dass es verbrennt. Und genau das passiert. Bam, bam. Bam, bam. Dort hält's mal rein. Bam, bam. Habe ich jetzt eigentlich bisher jeden einzelnen reingeschickt? Ich habe mich gar nicht gemerkt. Tatsächlich. Nassschweif ist die stärkste Attacke, die ich mit Tails habe. Und der vergräbt sich wieder dieses Weichei. Aber es verbrennt trotzdem da unten so ein bisschen. Ja, komm wieder hoch, du. Das wird mich schon nicht killen. Aber dich werde ich jetzt killen.
Oh, danke für den Crit. Sonst hätte es wahrscheinlich nicht gekillt. So, da glaube ich noch ein Pokémon. Hä? Er hat ein X-Bot? Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Ihr habt schon gehört, was ich vorhin gesagt habe, oder? Deutsch, oder? Also, Golbat zu X-Bot entwickeln kann man nur, wenn Golbat einen sehr gerne hat und man eine gute Verbindung aufbaut, wenn man Freundschaft entwickelt. Der Typ, der weiß ja nicht mal, was Freundschaft bedeutet. Wie hat er ein X-Bot? Vor allem in der kurzen Zeit. Du Cheater. Nom. Vielleicht hat ihn das irgendwer getradet. Ich weiß auch nicht. Weil sobald es ein X-Bot ist, das kann sich niemand zurückentwickeln. Von daher, es braucht nur einmal Freundschaft in seinem Leben. Dann ist es glücklich und wird zum X-Bot. Hä, ich hab gedacht, Knirscher wäre sehr effektiv oder Biss, was ich eingesetzt habe. Aber irgendwie nicht. Ah, das ist Giftflug, oder? Normal, effektiv steht da auch. Hab ich gleich gemerkt. Hab ich irgendwas? Oh, Tornmagil. Oh, das wird ein großes Risiko. Aber ich muss es versuchen. Ihr seht schon, das ist bisher der schwierigste Kampf. Okay, dieser eine Kampf in der einen Stadt, das war schon ziemlich schwierig, aber das war irgendwann Anfang des Spiels, das ist egal. Oh Gott, ich hab Flinkklaue! Oh, Rückenwind aber nur. Okay. Ich hab gedacht, der greift mich jetzt an. Nö, er verschwendet seine Runde und muss mit seinem Leben bezahlen. Damit gewinnen wir! Cyrus, gib auf! Boss! Boss. Cyrus, gib auf! Level up für beide von euch. Tricky kann ja keine Level-Ups bekommen. Noch nicht. Aber gleich wieder. Wir werden gleich wieder heilen. Ich kann das nicht akzeptieren. Die in den Mythen erwähnte Kraft. Ich habe sie nicht nur gesteuert. Ich habe sie mir zu eigen gemacht. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Kennst du etwa nur die größten Glücksmomente? Jene, deren Schönheit die Welt durchströmen? Pah, es ist sinnlos, dich zu fragen. Doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit und die ultimative Perfektion erreichen. Das ist weg. Das sind die weg. Hä? Was macht die denn hier? Palkia, der Meister des Raumes und der Dimension. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint, als würde Palkia etwas von dir erwarten, Maike. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Geh schon, Maike. Stell dich, Palkia. Höre auf die Stimme in deinem Herzen und folge ihr. Palkia ist außer Kontrolle geraten, weil es mittels der roten Kette dazu gezwungen wurde, hier zu erscheinen und seine Kräfte einzusetzen. Es scheint darauf zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Maike, eben bin ich Patrick begegnet. Er sagte, dass er nicht glaubt und sowas. Also, wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann natürlich du. Auch ich glaube an dich. Bitte hilf diesem Pokémon. Es leidet darunter, was Team Galactic ihm angetan hat. Aber ich will nicht. Komm, geh schon. Ich weiß auch nicht. Ich wollte nochmal speichern, nein! Tja! Tja, ich wollte nochmal speichern und heilen. Palkia erscheint! Für was war das für ein Grafikbug? Naja, egal. Verdammt, meine ganzen Pokémon sind noch angeschlagen. Ich wollte noch heilen. Ich dachte, ich könnte direkt vor ihm speichern. Das kann man eigentlich im Original schon, aber hier redet er einfach direkt dahin. Das ist sehr schlecht. Palkia, ein Wasserdrachen-Pokémon. Da ich schon Wasser erwähnt habe, ist es vielleicht besser, wenn ich Chelterra gleich nochmal heile.
Oh mein Gott, die AI in diesem Spiel ist so dumm. Oh mein Gott. Lass mal schön heilen. Der Kampf ist nämlich nicht zu Ende. Ich werde nämlich versuchen, Pike hier einzufangen. Man kann hier Feuer speichern. Also ihr solltet auch Feuer speichern. Nicht so wie ich dumm reinrennen. Speichert Feuer ab. Und ja. Ich, ja, dann könnt ihr versuchen, es zu shiny hunten, falls ihr drauf Bock habt. Chancen sind so wie 1 zu 4000 oder so, meine ich. Und, ich meine, wenn man es besiegen sollte aus Versehen, wenn man es jetzt versucht zu fangen, so wie ich, wird es später nochmal erscheinen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ah, es ist ein paar Level unter mir. Ich dachte, es wäre Level 50, aber es ist Level 47. Warum auch immer. Ich hoffe, das killt es nicht. Nee, okay, es hat sehr gutes Netz. Ich meine, es ist ein legendäres Pokémon. Auch wenn die mythisch sagen, sagen die immer in der Story. Es ist ein legendäres Pokémon. Es ist das Coverlegi. Das, worauf wir alle gewartet haben. Egal, wie lang diese Folge wird. Ich werde die ganze Folge damit verbringen, dieses Pike zu fangen. Also, wenn die Folge viel zu lange wird, mache ich daraus wahrscheinlich eine separate Folge. Okay, jetzt sollte ich aufhören, sonst kill ich es noch. Aber ein bisschen damit möchte ich eigentlich schon noch machen. Schwierig. Okay, aber. So, jetzt sollte ich es fangen können. Ich habe ein bisschen, ja, ein bisschen eingekauft. Oh, ich habe den Flopball vergessen. Ich hätte direkt den Flopball werfen müssen. Oh, ich bin so blöd. Oh nein. Oh nein, wie schlecht bin ich bitte. Ja, ich habe ganz viele, viele Hyperbälle eingekauft. Eins. Zu zwei. Drei? Wow, fürs erste Mal dreimal wackeln, das ist sehr, sehr gut. Ihr müsst nämlich wissen, legendäre Pokémon wie Palkia sind so ziemlich die schwierigsten Pokémon zu fangen. Würde man schon sagen, so ganz weit oben in, gefühlt, du hast keine Chance, sie zu fangen. Doch, was haben wir gelernt, wie man Pokémon fängt? Pokémon schwächen, vielleicht auch einen Status-Effekt geben, das könnte ich auch noch vielleicht machen. Hä? Was? Haben die das einfach gemacht? Das war ja richtig einfach. Hä? Was? Hä? Das war ja überhaupt keine Anstrengung. Hä? Ich bin gerade so verwirrt, was geht gerade ab? Naja, hey, wir haben es jetzt von den bösen Ketten befreit oder so. Keine Ahnung. Hä? Das ging viel zu einfach. Was? Ich komme nicht drauf klar. Ich meine, okay, nehme ich mit. Man kann es ja auch shiny hunten, wenn man will. Aber ich bevorzuge es lieber in Schwert und Schild, in dem DLC zu shiny hunten. Und ja, von diesem in der Mythologie erwähnten Pokémon heißt es, dass es in einem Spalt zwischen parallelen Dimensionen lebe. Krass. Wir können es jetzt einen Spitznamen geben. Ich habe jetzt eigentlich keinen Spitznamen parat. Nennen wir es einfach, lassen wir es einfach bei Palkia. Das andere Ding in Diamant heißt Dialga, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ja, wir gehen jetzt in die PC-Box. Ciao. Und so haben wir die Welt gerettet. Als 10-Jährige. Maike, ich kann nicht fassen, dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend. Wirklich, absolut unglaublich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt. Und das heißt was bei 60 Jahren. Seit dem letzten Treffen hat der Professor unerbittlich geforscht. Er war besorgt um dich, Maike, und kam extra deinetwegen an diesen gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Okay. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Ja, das war, ich weiß nicht, was der Cyrus da vorhatte. Geht gar nicht. Man kann ihn nochmal rauf? Aber warum? Hier gibt's nichts mehr, oder? Hier ist ein Item. Ganz hinten versteckt. Oh, das Weißorb. Ein sehr wichtiges Item, das zeige ich euch noch ganz schnell. Und zwar ein hell leuchtender Orb. Verstärkt Attacken vom Typ Drache und Wasser, wenn Palkia ihn trägt. Dieses Item sollte jedes Palkia tragen, denn dadurch wird es stärker. Ja. Alles klar, damit sind wir hier mit dem Kraterberg fertig, abgeschlossen.
Wir können nach Hause, oder? Kann ich hier einfach wegfliegen, oder wie sieht's aus, Jungs? Wo seid ihr hin?